Hallo, mein Name ist Christian Freistein von der Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für das Programm des Tag der Lehre, des 10. Tag der Lehre 2022. Unsere Keynote-Speakerin ist heute hier bei uns. Und ja, liebe Katja, ich mag dich kurz bitten, dass du dich vorstellst. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich in St. Pölten dieses Jahr dabei sein kann. Mein Name ist Katja Ninnemann. Ich bin in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft mit der Professur Digitalisierung und Workspace Management tätig und beschäftige mich dort mit Themen zu Innovationsprozessen und Gestaltungspraktiken von hybriden Lern- und Arbeitsumgebungen. Beim Tag der Lehre geht es ganz stark um die Gestaltung von Lernräumen. Und nehmen wir mal an, du hättest eine gute Fee, würde zu dir kommen und sagen, Katja, du hast jedes Budget dieser Welt und hier ist eine leere Hochschule. Worauf würdest du beim Einkauf achten? In was würdest du am stärksten investieren? Das ist natürlich eine super spannende Frage, da wir gerade alle aus der Corona-Pandemie kommen und gesehen haben, dass wir vielleicht gar nicht mehr den Campus jederzeit benötigen, sondern mit Lernen anytime, anywhere vielleicht auch neue Orte entstehen. Also ich glaube, ich würde erstmal die Lehre nutzen und so prinzipielle Fragen stellen. Was für ein Selbstverständnis hat eigentlich Hochschule in der Gesellschaft wie in der Region? Und dann quasi auch symbolische Orte zu finden. Das heißt, wie verorten wir uns in der Stadt, an welchem Ort? Ne? Das wäre ja schon mal erstmal, wo landet dieses Gebilde in der Stadt? Wo dockt es an? Nutzt es vielleicht auch andere urbane Hotspots? Vielleicht haben wir keine eigenen Infrastrukturen, müssen nicht alles abdecken, sondern nutzen Kino, Theater, Sportanlagen im städtischen Umfeld mit, haben neue Kooperationen, was natürlich spannende Entwicklungen für Curricula zulässt, indem vielleicht gerade aktuelle Problemstellungen vor Ort in Organisationen, Institutionen mit Studierenden erarbeitet, diskutieren werden können. Also ich glaube, so ein Punkt wäre Investitionen in gute Vernetzung mit anderen Partnern als neue Lernräume, quasi nicht nur als den physischen Ort, sondern auch dann als hybriden, als sozialen Ort, sozialen Lernraum. Und dann denke ich mal, und das haben ja auch die Erfahrungen der Pandemie gezeigt, wir brauchen immer noch das Face-to-Face, den Face-to-Face-Austausch untereinander. Insofern wird es wahrscheinlich dann doch Infrastrukturen geben, aber da ist natürlich ganz spannend die Frage, was denn? Und vielleicht sind es weniger Lehr- und Seminarräume im klassischen Sinne, vielleicht braucht es mehr Orte für den Austausch. Vielleicht ist auch ein Fokus mehr auf, wo wohnen, wo leben, wie leben unsere Studierenden eigentlich. Mhm. Vielleicht müssen wir da einen Fokus draufsetzen, weil auch diese informellen Orte des Austausches enorm wichtig sind. Und das ist eigentlich so der Punkt, warum gehe ich an die Hochschule? Das ist eine Sozialisierung, die stattfindet, soziales Lernen. Riesiger Punkt, gerade wenn wir auch 21st Century Skills denken. Also da würde ich nochmal gucken, was so Schwerpunkte sein könnten, wenn man da Hochschule mal ganz anders denken kann, aus dem klassischen Kontext heraus, wie organisiere ich am besten ganz pragmatisch Lehrveranstaltungen und zwar im Sinne von Lehren, sondern mache es mehr zu einem Lernraum. Dann kommen wir vielleicht zu ganz anderen Produkten, Services, Artefakten. Und das natürlich dann runtergebrochen bis auf den Raum, also Gebäude, Campus, Gebäude, Raum, Ausstattung. Gibt es natürlich auch tolle Forschungserkenntnisse, die wir schon umsetzen könnten. Und das wäre natürlich ein Traum, wenn wir die Sachen, die wir theoretisch wissen, die wir erarbeitet haben, dort auch nochmal in einem viel größeren Maßstab ausprobieren könnten. Und eben nicht in so nur Modellcharakteren mal punktuell einen Raum anders machen, sondern ihn wirklich ganzheitlich denken. Eben nicht mit ein, zwei Räumen, sondern wirklich in der Gänze mit verschiedensten Angeboten für vielfältige didaktische Szenarien. Also das wäre wirklich ein Traum, aber wäre ein super spannendes Projekt. Ja. Würde es da zum Beispiel auch Makerspaces geben oder was würde es da zum Beispiel alles geben? Genau, also das wäre die Frage und das wäre so auch die Grundfrage, welches Selbstverständnis hat Hochschule und wenn wir uns als Nukleus auch für Innovationen, für lebenslanges Lernen engagieren und eben nicht nur eine kurze Zeitspanne direkt nach dem Abitur ansprechen, dann gehören so eine Orte auch mit dazu. Oder man teilt die auch mit anderen Unternehmen, Organisationen, entweder sind sie auf an der Hochschule angebunden oder an anderen Orten.
dass auch Zugänglichkeiten, vielleicht Kurzprogramme, dass wir auch Studium, Studieren, Lernen, lebenslanges Lernen anders verstehen. Microdegrees sind ja so Stichworte, die auch immer wieder in dem Kontext mit auftauchen. Also dass wir ein Selbstverständnis der Hochschule, was nicht mehr das Nadelöhr für Wissen ist oder Informationen, sondern Informationen sind überall, sondern welches Selbstverständnis haben wir an Hochschule quasi, um Teilhabe an Lernprozessen anbieten zu können. Ich glaube, das ist wirklich eine Stärke, die wir haben, wo wir eine Expertise haben, Erfahrungen haben. Und ich glaube, da könnten wir genau ansetzen, auch mit neuen Orten, ganz anderen Orten. Mhm. Und mir gefällt dieser Ansatz total gut. Und jetzt in einem so einem Gebäude, was ganz viel kann, gibt es jetzt eben noch einen Raum, wo du vielleicht auch irgendeine Sache hineinstellen kannst, wo du dir denkst, das wollte ich schon immer mal in einem Hochschulraum realisiert haben. Was wäre das? Also ich glaube, es wäre ein Raum, der erstmal nichts hat, sondern erstmal ein Raum der Möglichkeiten ist und dann quasi nach Projekten, nach Bedarfen immer wieder als Experimentierraum zur Verfügung steht und da wie so eine Wanderausstattung stattfindet, dass wir einfach dieses Thema Experimentierfeld lernen. Ich glaube, das ist das, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Wir sind dann immer fertig gebaut, fertig ausgestattet und das war es dann für die nächsten 10 Jahre. Und ich glaube, es braucht eine leere Fläche, wo tolle Sachen einfach ausprobiert werden können, wo Ressourcen, Budget, Platz ist. Und ich glaube, das wäre so ein Traum, um dann auch darüber hinaus weiterzudenken, andere Sachen zu testen, zu evaluieren, zu untersuchen, zu erproben. Genau, das wäre interessant. Sehr schöne Antwort. Und noch viel mehr gibt es zu hören am 12. Mai an der FH St. Pölten. Eine Anmeldung ist jetzt noch kostenlos möglich. Wir freuen uns schon sehr, sehr auf die Keynote und alles, was daraus folgt. Und liebe Katja, danke für diesen schönen Teaser, der ja dann auch danach noch nach wie vor viel Gültigkeit hat bei dem, was du gesagt hast. Vielen Dank, ich freue mich auch.